zur ersten Frage kommen. Das ist vielleicht auch gleich die schwierigste Frage der Runde, nämlich Hilde Heider-Pregler, wie kommt es überhaupt zu diesem Titel und passt dieser Titel überhaupt zum Stück? Das ist eine wunderbare Frage. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt treffend beantworten kann, weil eigentlich ist die Übertitelung des Stückes mit Burgtheater bereits, kann man es als Mythos begreifen, weil es wird hier, und das ist rezeptionsgeschichtlich sehr spannend, wurde es lange als Schlüsselstück für eine Ikone der österreichischen Schauspielkunst gesehen, oder Ikonen der österreichischen Schauspielkunst, die aber gerade in jenem Zeitraum, in dem das Stück spielt, nicht am Burgtheater gewirkt haben. Nachweislich. Jetzt fragt man sich natürlich, warum Burgtheater? Die Zuordnung zum Film Heimkehr und auch andere Filmzitate, das lässt sich historisch ausgezeichnet nachweisen. Burgtheater nicht. Also da haben wir schon den Mythos, wie es Theresa so gut angesprochen hat, bedeutet Burgtheater hier nicht etwas anderes. Und vor allem, also wenn ich jetzt wenn ich auch stilistische Merkmale mit Burgtheater in Verbindung bringe, das heute bereits vielfach angesprochene Burgtheater Deutsch, geht das auch in der Hinsicht sehr schwer damit zusammen. Weil Burgtheater Deutsch kann keineswegs mit, also jetzt das, was man darunter versteht, und wenn man das aufzeigen will, muss man eigentlich schon in die Zeit der Aufklärung, die heute auch schon angesprochen wurde, zurückgreifen, wo es ja darum gegangen ist, auf den Bühnen ein Standarddeutsch zu vermitteln, egal ob in Hamburg oder in Wien, und wo die Leutchen sowohl in Hamburg als auch in Wien geglaubt haben, sie würden dieses Deutsch von der Bühne vermitteln. Und dann kommt der Nicolai nach Wien, also ein berühmter Aufklärer, der geschrieben hat, der vieles geschrieben hat, unter anderem auch seine Reise durch Österreich, der wieder sagt, ja, was man da damals schon Burgtheater seit Josef II., das deutsche Nationaltheater österreichischer Prägung, schreibt Nicolai, ja, was man hier an der Donau als reines, klares Deutsch von der Burgtheaterbühne her versteht, das würde man bei uns an der Elbe bestenfalls für das Raunen böser Geister. Ja, und beide haben geglaubt, sie sprechen Standarddeutsch. Also damit beginnt es. Aber das Burgtheater war eher für seinen getragenen klassischen Spielstil, und ich glaube, genau darum setzt Jelinek auch, das kann man dann in einem anderen Zusammenhang setzen, Burgtheater drüber. Burgtheater kann man verbinden jetzt mit dem Burgtheater als ein Symbol österreichischer Identität für die Nachkriegsrepublik. Wiedereröffnung Burgtheater Oper, auch wieder so ins kollektive Gedächtnis eingegangen, dass, dass das glücklicherweise mit dem Staatsvertragsjahr zusammengefallen ist und dass spannenderweise noch Jahre später von der Wiedereröffnung Burg und Oper haben umrahmt den späteren Nationalfeiertag, also sprich Österreichs parlamentarische Erklärung, der immerwährenden Neutralität, aber Coronation Austrias war die Wiedereröffnung der Bundestheater. Alles nochmal, kollektives Gedächtnis. Das sicher ist eine Möglichkeit, und das Weitere ist natürlich auch, dass man gerade auch mit diesen Staatstheatern und der Wiedereröffnung, dass das nicht unbedingt jetzt Zufall oder, ja, das war sicher kein stilistisches Feingefühl, dass die im Ringstraßenstil rekonstruiert wurden.
Weil Ringstraßenstil war um die Zeit 1955 das Ärgste, was es gegeben hat. Da hat man von den wenigen alten Häusern, die noch erhalten sind, hat man die Fassaden runtergehauen, um nicht diesen Jahrhundertwende Kitsch und Markerstil und so zu haben. Aber das wurde rekonstruiert rückblickend, wie dann in den späten 60er Jahren die Frage gestellt wurde, ob Markerstil Gründerzeit nicht doch ein Stil ist, ist man draufgekommen, dass das sehr glücklich war, dass man dieses angeblich der Not entsprungene gemacht hat. Aber es war auch ein Rückblick auf eine ahistorische, goldene Zeit der Märchenstadt, so ein Titel eines Essaybands. Und das ist auch die Zeit, wo die dankenswerte angesprochenen Wiener Filme angedockt haben. Ob jetzt in den 30er Jahren spielen oder noch nach dem Weltkrieg gedreht, man hat sich an ein glückliches, ahistorisches Wien, wo die Leute zum Herren gegangen sind und so weiter und gesungen haben, gewendet. Und konnte damit auch in der Zweiten Republik sehr gut die Erste Republik verdrängen. Ja. Also das wäre jetzt so ein paar, glaube ich. Genau, ja, sehr gut. Gedanken. Markus Meyer, das würde mich jetzt aus Ihrer Perspektive interessieren, nämlich das Burgtheater ist eben ganz zentral für Österreich, für die Identität Österreichs, auch gegenwärtig. Wie ist es, wenn man an dem Theater spielt? Spürt man das, dass dieses Haus stärker als andere in Gesellschaft und Politik auch wirkt? Merkt man das und kann man damit auch spielen quasi? Die Wiener gehen gerne ins Theater und das ist für uns Schauspieler sehr, sehr, also wir sind denen einfach dankbar, dem Publikum, den Wienern, dass sie so oft und immer wieder ins Theater gehen, auch öfter in dieselbe Vorstellung. Ja, man schaut, glaube ich, als Öffentlichkeit auf das Burgtheater, was wird da gespielt, wer spielt da, wird ein Jelinek-Stück gespielt, wird ein Bernhard gespielt, wer spielt die Rollen, wie legt der Regisseur das an. Das ist schon außergewöhnlich in dieser Stadt. Also ich habe vorher in Berlin Theater gespielt, beim Peimann. Der hat versucht, in der Stadt dieselbe Öffentlichkeit zu gewinnen wie in Wien. Das ist ihm gar nicht gelungen, weil da gab es den Kastorf, da gab es den Ostermeier an der Schaubühne, das Deutsche Theater und das Groggy-Theater, da war einfach eine ganz andere Verdrängung. Und wenn der irgendwie geschimpft hat, der gute Peimann, dann wurde das hingenommen, aber natürlich hatte das nicht so eine Öffentlichkeit wie hier, als er Heldenplatz gemacht hat in den 80er Jahren zum Beispiel. Und die Öffentlichkeit schaut auf das Burgtheater. Ja, das ist schon, das ist auch schön, das schmeichelt einem auch. Wenn man natürlich nicht gute Sachen macht, dann ist es genauso öffentlich. So, das ist dann halt die Krux dabei. Jetzt vielleicht noch Roland Kohberg, jetzt auch zu diesen Kontexten. Wenn wir nochmal denken, das Stück, es gab ja die erste Version schon 1981 quasi. Und Jelinek hatte ja unglaubliche Probleme, das Stück zu veröffentlichen. Sowohl in schriftlicher Form als auch dann wirklich am Theater. Hat das auch damit zu tun, dass sie mit Burgtheater trotzdem eine Institution anspricht, die das Selbstverständnis Österreichs betrifft? Ich glaube schon, dass sie mit dem Titel natürlich eine Marke setzt. Also insofern ist es, glaube ich, fast egal, wann, wie jetzt genau Burgtheater engagiert wird. Wichtig ist, dass es eine Hochphase gab, wo das Königspaar Herberger Wessely da war, und alle drei Töchter auch noch gleichzeitig engagiert waren. Es gab so eine Phase, wo die komplette Familie dann gewirkt hat, und vielleicht war das auch gerade die Phase, die man im Bewusstsein hatte, als das Stück entstand. Aber natürlich ist das eine großartige, monströse Selbstüberschätzung, dass man denkt, man kann ein Stück, das den Titel Burgtheater spielt, erträgt, platzieren. Also man stelle sich nur vor, diese Tautologie, da steht dann auf dem Burgtheater Burgtheater drauf. In Österreich gibt es auch Zeitungen, die Österreich heißen, aber sozusagen diese, aber Burgtheater spielt Burgtheater, das ist natürlich ein Theatertraum. Ja? Das ist tatsächlich ein, also wir hätten sie auch gern gespielt am Volkstheater, wäre auch lustig, wenn wir auf dem Balkon Burgtheater schreiben könnten. Aber ich glaube, in dem Titel liegt schon drinnen, dass es nicht geht. Ja, und dieser Kampf, dieses Ringen und das Unmögliche, das hat uns beim Recherchieren für die Biografie auch sehr fasziniert. Also im Gegensatz zu heute vielleicht, mit welcher
Inbrunst und Leidenschaft und auch Selbstverständlichkeit. Also Jelinek dachte, sie kriegt das unter. Sie hat sich ja mit Dramaturgen des Burgtheaters heimlich getroffen. Sie hat versucht, bei Otto Bleicher, vielleicht auch woanders, versucht, einen Abdruck dieses Stücks zu erwirken. Alle haben dann irgendwie, naja, wenn wir es so machen, dass man die nicht erkennt, auch ein aussichtsloses Unterfangen, wie man weiß. Alle haben sich am Schluss gedrückt, nirgends kam es zustande. Und trotzdem hat sie 5 Jahre lang gekämpft, bis es wenigstens in Bonn rauskam. Aber ich glaube, das Burgtheater ist in dem Sinn tatsächlich eine Chiffre oder sozusagen auch ein, selbst mit dem Burgtheater Deutsch, also Sie haben heute anscheinend schon darüber diskutiert, aber also der Witz beim Burgtheater Deutsch ist ja meines Erachtens, dass es eben kein Deutsch ist, sondern es ist immer Burgtheater Deutsch. Ja, es ist so, und diese Hybrid oder dieser Widerspruch ist ja auch der Situation eingeschrieben, auch den ganzen ersten Akt, wenn die Personen plötzlich den Auftrag haben, ob sie ihn verspüren, von außen bekommen haben, wir müssen jetzt umstellen auf Burgtheater Deutsch oder auf Deutsch und jetzt muss alles Deutsch sein. Und eigentlich finden sich die Personen ja in so einem wunderbaren Widerspruch, den es heute ja auch geben soll am Theater Spön oder Föhn, ja? Also irgendwie, wo kriege ich meine freien Tage her, um das nächste Filmangebot realisieren zu können. Also dann die Filmindustrie, die ja auch die Wessel jetzt in dieser Phase quasi aus dem Geschäft, aus dem Sprechtheatergeschäft genommen hat, ist hier ja mindestens gleich wichtig wie wie das Theaterspiel. Ja, auf die Verbindung von Film und Theater will ich nachher noch zu sprechen kommen, aber davor vielleicht noch allgemeiner jetzt zu der Frage Theater und Politik, Evelyn Dörtsteiner, da möchte ich meine Frage an dich richten, nämlich, ich möchte das Zitat jetzt nicht noch ein viertes Mal vorlesen, wir haben es heute schon gehört, nämlich Schorsch betonte, wir müssen uns jetzt umstellen quasi auf die neuen Zeiten. Und interessiert Jelinek sich auch für diese Elastizität des Burgtheaters selbst, dass er eben in verschiedenen politischen Konstellationen diese Forderung der Repräsentation erfüllt hat? Ich denke, das ist einer der Gründe, warum sie überhaupt das Stück Burgtheater genannt hat. Weil es dafür steht, wie ein Schauspielensemble, ein Schauspieltheater durch die verschiedenen politischen Richtungen kommt. Also es waren sich 1918 alle politischen Parteien einig, dass man dieses Haus weiter erhält. Also vorher ist es ja ein sehr kaiserliches Theater, dass man es erhält in republikanischen Zeiten. Der Spielplan hat sich geändert in der Zeit des Austrofaschismus, ist er betont, österreichisch geworden. Er hat sich geändert in der Zeit des Nationalsozialismus, wobei er nicht unösterreichisch war in der Zeit, sondern sogar von nationalsozialistischer Sicht her das Österreichische betont hat, um eben hier eine gute Stimmung machen zu können in der Zeit in der NS-Zeit. Und was man aber nachher intern selber gedeutet hat, als man hätte Widerstand geleistet gegen den Nationalsozialismus und da konnte man so bruchlos in den 50er Jahren anschließen. Und das Burgtheater hat als Ansammlung von vielen Menschen, die da gearbeitet haben, da voll mitgemacht, weil es ihnen die Folie geboten hat, die sie, wie sie sich darstellen wollten, nämlich immer auf die auf der richtigen Seite gestanden sind. Sie sind also im Austrofaschismus auf der richtigen Seite gestanden, unter den Nazis in den 50er Jahren und jetzt Gott sei Dank auch in den neuen Künsten, aber vielleicht sind Schauspieler gerne auf der richtigen Seite. Und Jelinek greift das ja an, eine Schauspielfamilie, die immer, jetzt müssen wir halt das so spielen, unsere Rollen. Und wo das eigentlich nur auf der Bühne ist und machbar ist. Und da wird eben die Frage gestellt, wo ist jetzt die eigentliche Verantwortung eines Künstlers und hat er die überhaupt? Und ich denke, das zeigt sie mit der Institution Burgtheater, die wirklich von den Menschen, die dort gespielt haben, gearbeitet haben, missbraucht worden ist, aber auch von den Wiener Österreichern, die da ihre Zuschreibungen hatten und sich damit identifiziert haben, mit diesem so kommt man durch die verschiedenen Zeiten. Und deshalb denke ich, passt es zusammen. Ist es nicht, ich weiß schon, dass das
dass die Wessely-Werbriger-Familie nicht gespielt hat in der Zeit. Aber sie sind prototypisch für Verhalten in den verschiedenen Zeiten, dass man eben immer auf der rechten Seite steht.